Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum 16. Bundesligaspieltag. Aber was macht denn der Junge da? Ja, was es mit diesen Zetteln auf sich hat, das erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Ja. Bin ja mal gespannt, ob er wieder zurück ist, Zettel Ewald, oder ob Radek irgendwas am Start hat. Auf jeden Fall schauen wir uns mal den letzten Spieltag an. Da würde ich gerne sagen, zum ersten Mal alle Tipps falsch. Stimmt aber nicht ganz, weil in der Vorwoche war es nicht viel besser. In diversen Facebook-Gruppen heißt es dann immer, jetzt lasst uns alles auf Null stellen und wir rasieren jetzt zusammen, Freunde. Das machen wir nicht. Dafür feiern wir euch, dich, der da zuschaut, der ein Like da lässt, Kommentar da lässt. Ihr seid spitze. Die Views gehen nach oben, auch wenn unsere Tipps nach unten gehen. Und vielleicht gewinnt auch der ein oder andere ein bisschen was, wenn er einfach das Gegenteil tippt. Am Freitag geht's los mit Union Berlin gegen Bayer Leverkusen, Radek. Und ich bin gespannt, ob deine Zettelwirtschaft uns da schon Aufschluss gibt. Oder was hat es damit auf sich? Ja, jedenfalls ist es auf einem Zettel drauf und eine Person. Nee, da, also hier geht es um Spiele und hier geht es um Personen. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Aber kommen wir erstmal zu dem hier. Das ist der Unentschieden-Tipp-Zettel. Und da habe ich an diesem Spieltag einige drauf. Und Union gegen Leverkusen ist eins davon. Dieser 4-6 Unentschieden, die an diesem Spieltag möglich sind. Warum? Naja, es ist das Spiel des 5. Union gegen den 3. Leverkusen. Und weil Leverkusen so eine absteigende Tendenz gezeigt hat in den letzten Spielen, wir klammern mal das DFB-Pokalspiel 4-1 gegen Frankfurt ein bisschen aus. Aber in der Bundesliga lief es für Leverkusen zuletzt überhaupt nicht gut. Hier sehen wir es. Zuletzt ein Unentschieden gegen Bremen. Das ist ja wie eine gefühlte Niederlage und zwei Niederlagen gegen stärkere Teams. Okay, auf der anderen Seite Union, Business as usual und mit einer Quote von 3,66 ziemlich unterbewertet. Also die Quote ist zu hoch, wenn man die Spiele von Union in den letzten Wochen verfolgt hat und überhaupt in dieser Saison. Und von daher würde mir hier dieses Unentschieden bei einer Quote von 3,6 durchaus ganz gut gefallen. Ja, das ist eine spannende Sache. Also ich glaube, dass bei dem Spiel Tore fallen. Leverkusen wirklich nicht gut gestartet, jetzt aber durch den 4-1-Erfolg gegen Frankfurt nach Rückstand vielleicht doch mit der Wende. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, nicht gegen Union mehr tippen, dann haben wir natürlich gleich gegen sie getippt, gegen Wolfsburg, und jetzt würde ich tatsächlich lieber auf Tore bei dem Spiel gehen und vielleicht für eine Kombi noch im Hinterhalt haben. Über 2,5 Tore, die 1,9 nehmen wir mit. Das ist ja Wahnsinn. Und hier fallen allein schon zwei Tore in der ersten Halbzeit. Ja, eben, also das halte ich durchaus für eine super gute Wette. 1,92 auf über 2,5 Tore und dein Veto mal wieder bei einer guten Unentschieden-Wette. Aber gut, die Torwette ist hier wirklich auch besser. Dann kommen wir zu den Samstagsspielen und da treffen zwei Teams aufeinander, die sich ja wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Nennen wir es beim Namen, die haben richtig Kacke gespielt. Köln verliert 5-0 gegen Freiburg und dann muss man sagen, das Interview danach von Gisdol, also wenn man das ohne zu wissen, wie das Spiel ausgegangen ist, gesehen hat, dann denkt man, ja gut, bei dem läuft's, weil er war einfach happy und so. Deswegen habe ich mir gedacht, entweder Gisdol ist der intelligenteste Fußballtrainer, weil ihm so eine 5-0-Niederlage einfach scheißegal ist, oder er ist einfach komplett neben der Spur gewesen und hat es mit Galgenhumor genommen, oder ist halt allgemein eine positive Person. Naja, egal. Jedenfalls, in diesem Spiel habe ich beide Trainer, nämlich auf meinem Zettel, Gisdol und Labbadia. Das sind nämlich die Trainer, von denen ich davon ausgehe, dass sie nach diesem Spieltag gefeuert werden könnten. Und natürlich beide jetzt in dem Spiel, glaube ich jetzt ehrlich gesagt, dass sie nicht beide gefeuert werden, aber einer von beiden, wenn es hier einen Sieger gibt, könnte doch seinen Hut nehmen müssen, weil, wenn wir uns halt die Tabelle anschauen, klar, Köln immer mal wieder so ein leichtes Strohfeuer, aber dann so richtig gut war das natürlich nicht, wenn du gegen Freiburg 5-0 verlierst. Und Hertha auf der anderen Seite hat 1-0 gegen Bielefeld verloren, ist weit hinter den Erwartungen zurück und es musste erst mal schaffen, dass du mit einer 1-0-Niederlage gegen Bielefeld auch noch Plätze gut machst in der Tabelle. Also
Das kann doch nicht der Anspruch von Berlin sein und demnach ist auch Labbadia höchste Eisenbahn, dass die in Berlin mal wieder einen neuen Trainer hier installieren. Aber zum Spiel, ja, das Spiel steht auch auf meinem Unentschiedenzettel, deswegen hier ein dreckiges 0:0 vielleicht. Ja, finde ich spannend. Ich würde auch noch ein bisschen dazu was sagen. Beide Trainer haben es wieder geschafft. Gisdol ist der nächste Trainer, der mal wieder beim Köln auf dem Wackelstuhl sitzt. Interessanterweise hat Horst Held in einem Interview gesagt, aber es ist doch englische Woche, wir reden jetzt nicht über den Trainer. Es ist eine Bestätigung, dass Gisdol der Richtige ist, sieht ein bisschen anders aus. Und auch der schöne Bruno hat es wieder erreicht. Hertha, die ein bisschen Glamour durch Klinsmann hatten, die irgendwie auf dem aufsteigenden Ast waren, die sind jetzt wieder so ein bisschen eine graue Maus und haben es geschafft, unattraktiver als Union Berlin zu sein. Union Berlin sexy, Hertha unattraktiv. Also Köln ohne Torerfolg, Hertha ohne Sinn, was die in den Wochen immer machen. Von daher unentschieden gehe ich mit Radek und ich glaube, wir sehen hier ein richtig, richtig hässliches Spiel. Ja, ein Zusatzwette auf das hässlichste Spiel dieses Spieltages. Muss Dortmund Mainz hingegen, glaube ich jetzt nicht, dass es hässlich wird. Dortmund wieder zurück in der Spur, hat gegen Leipzig gewonnen. Mainz hingegen, ja, nicht viel los. Nee. Bo Svensson hat es nicht so richtig gebracht gegen Frankfurt, aber ist halt so. Dortmund jetzt, die müssen jetzt auch mal wieder ein anderes Team, gerade in der unteren Tabellenhälfte oder beim letzten Tabellenplatz halt, mal wegschießen. Haben ja bisher in diesen Spielen enttäuscht, zum Beispiel gegen den FC Köln. Die Quoten sowas von uninteressant. Dementsprechend würde ich einfach hier weitergehen. Vielleicht ist Value auf Asian Handicap Mainz, aber du kannst halt auch irgendwie irgendwann nicht mehr auf den letzten gehen. Vielleicht geht man hier auf Tore, gar nicht mal so verkehrt, aber vielleicht geht man einfach zum nächsten Spiel und wundert sich danach. Ich komme immer noch nicht damit klar, dass wir dann immer kurz eingeblendet sind auf der Wikipedia-Seite. Und worauf ich auch nicht klarkomme, ist, was Hoffenheim in Schalke gemacht hat, auf Schalke, Entschuldigung. Sie haben es versaut und dementsprechend einer der gehypten Trainer ist auf einmal auf Radeks Zettel-Ewald-Liste. Ja, genau, denn Hoeneß hat stark angefangen, hat sogar die Bayern geschlagen mit Hoffenheim. Und dann ist Hoffenheim das Team, das nach 30 sieglosen Spielen in Folge es fertig bringt, 30 sieglosen Schalker-Spielen in Folge, es fertig bringt, gegen Schalke zu verlieren. Und Bielefeld auf der anderen Seite hat immer aus den Möglichkeiten eigentlich wirklich viel gemacht. Die spielen, die haben Herz, die kämpfen. Und das ist, was Hoffenheim halt nicht macht. Die haben zwar ganz gute Spieler, haben auch eine gute Mannschaft, müssten eigentlich höher stehen, aber bringen es nicht auf den Platz jetzt. Die Quoten von 1,7 auf Hoffenheim kannst du einfach nicht machen. Auf Bielefeld zu tippen, ist halt schon auch sehr viel Spekulation, wenn man sieht, die haben 10 Tore geschossen. Da ist natürlich in der Offensive auch nicht allzu viel los bei Bielefeld. Also ein Spiel, von dem ich definitiv die Finger lasse. Aber Hoeneß steht auf der Trainerentlassungsliste. Wenn dieses Spiel Hoffenheim nicht gewinnt, dann muss er sich wirklich warm anziehen. Noch wärmer, als es das Wetter schon ihm nahelegen würde. Auch auf einer Liste vor einiger Zeit stand der Glasner von Wolfsburg, aber die haben sich jetzt trotz Rückschläge in den letzten Wochen richtig gut gemausert. Haben ja sehr, sehr viele Verletzte, auch gegen Union Berlin gab es da noch eine rote Karte dazu, nach einem Rückstand noch den Ausgleich erzielt. Jetzt geht es gegen Leipzig. Die haben zum ersten Mal einen Rückschlag eigentlich in der Saison erlebt mit der Niederlage gegen Dortmund daheim. Sie haben trotzdem die Chance, mit einem Sieg hier wieder auf Position 1 vorzurücken, zumindest für einen Tag. Und ich würde sie auch tatsächlich in Wolfsburg favorisieren. Allerdings hat der VfL gegen alle Top-Teams gut mitgehalten. Egal, ob es auswärts gegen Bayern oder Dortmund war. Die Niederlagen waren knapp, sehr knapp sogar. Und deshalb ist das schon die Gefahr, dass sie vielleicht jetzt gegen Wolfsburg dann mal punkten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, Wolfsburg spielt jetzt erst gegen diese Teams und findet sich dann vielleicht doch eher, wo sie hingehören, in die Tabellenregion so zwischen Platz 5 und 10 so, ne? Ja, wobei, jetzt haben sie ja hier erst auch 2 Spiele verloren und allgemein sind die schon
relativ gut, gehören für mich auch zu den Überraschungen fast der Saison, weil sie sich da oben ja, etabliert haben. Selten verlieren, das ist klar. Leipzig hingegen hätte ich mehr zugetraut gegen Dortmund, war schon eine Überraschung. Deswegen finde ich die Quote auf Leipzig hier ein wenig zu niedrig. Tendenziell könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leipziger das gewinnen. Das ist aber auch so ein Hop- oder Top-Spiel, also in dem jede Mannschaft beim guten Tag gewinnen kann. Deswegen sehe ich das Value definitiv auch stärker auf der höheren Wolfsburg-Quote und am meisten Sinn macht demnach ein Unentschieden bei einer Quote von 3,7. Das könnte wir auch nochmal vielleicht für eine Kombi-Wette zurückstellen. Hier auf einen Leipziger Sieg würde ich deshalb auch nicht tippen, weil die Quote nicht gut genug ist. Unentschieden relativ spannend. Ich schreibe es nochmal auf und muss mir während den nächsten Minuten dazu noch ein paar Gedanken machen. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt, weil ist halt Wolfsburg, die gegen Leipzig spielen. Ja, erzähl uns doch was zu deinen Bremern. Was ist deine Einschätzung nach diesem glorreichen Punktgewinn gegen Leverkusen? Ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich wirklich gefreut. Also bei Sky hat die Konferenz nicht funktioniert. Deshalb habe ich tatsächlich dieses Spiel einzeln angeschaut. War aus neutraler Sicht unerträglich, aber sie haben verteidigt, sie haben ein Tor geschossen, sie haben gekämpft, sie waren füreinander da und haben den verdienten Punkt geholt. Auf der anderen Seite geht es jetzt gegen Augsburg daheim. Das ist so ein klassisches Spiel, was Werder auch in guten Zeiten dann immer mal wieder abschenken würde. Hier, denke ich, tendieren wir doch beide zu einem Unentschieden. Beide haben gleich viel Tore, beide haben gleich viel Gegentore. Was ein Zufall, fast gleich viel Gegentore. Die Quote mit 3,4 gibt ein klassisches Unentschieden, ne? Halt irgendwas im Dreierbereich. Und beide, glaube ich, könnten mehr mit einem Unentschieden leben als zu viel Risiko und eine potenzielle Niederlage. Ja, also da stimme ich komplett zu. Vor allem sehe ich hier einfach auch keine Mannschaft, die jetzt irgendwie Argumente für einen Sieg hat. Ich meine, 1-1 gegen Leverkusen, okay, die waren aber auch nicht besonders gut. Und auf der anderen Seite Augsburg, die haben uns schon ein paar Spieltage in Folge jetzt ziemlich enttäuscht. Und naja, zumindest den letzten. Und deswegen, da auf Augsburg zu setzen, hätte vielleicht ein bisschen mehr Value, aber dieses Unentschieden gefällt mir gut. Aber hier kommt die vierte und letzte Person auf meinem Trainerentlassungszettel ins Spiel, Heiko Herrlich. Denn was der bei Augsburg macht, das ist auch nicht wirklich so toll. Die haben halt in Spielen, wo sie eigentlich gegen Gegner gespielt haben, gegen die sie eigentlich punkten müssten, nicht gut ausgesehen und von daher müsste Augsburg fast höher sein. Die profitieren davon, dass da unten mit Hertha, Bremen, Hoffenheim, also die anderen will ich nicht mal erwähnen, noch schlechtere Teams sind. Und in dem Fall, ja, wenn Augsburg jetzt nicht irgendwie dieses Spiel gewinnt, auch wenn sie auswärts spielen, dann wird es auch für Herrlich eng, sage ich. Und ja, seit seiner Schwalbe damals an der Seitenlinie bin ich eher ein großer Gegenteil von Fan. Ich will jetzt nicht sagen Feind oder Hasser, aber ich mag ihn einfach nicht mehr. Und von daher, ja, meine Güte, Augsburg hätte auch vielleicht mit einem Manuel Baum, der wäre frei, wieder mal ja, einen anderen für mich Trainer war an der Seite. Damals die Entlassung von Schmidt und das Einstellen vom Herrlich auch eine Riesenüberraschung. Vor allem, weil ich finde, der bringt dich nicht unbedingt so weiter. Zumindest hat er das nicht in anderen Teams gezeigt. Aber egal, darum geht's nicht. Eine Entlassung von ihm würde ich sehr, sehr überraschend finden. Ja. Gut, dann war's das mit den Trainerentlassungen. Kommen wir wieder zum richtigen Fußball. Zwei starke Mannschaften, interessantes Duell. Stuttgart empfängt Gladbach. Und der Funny Fact vorweg, Stuttgart ist ja die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Ziehen wir uns gerne mal hier noch diese Auswärtstabelle rein. Das ist schon krass, also 8 Spiele, 5 Siege, die beste Auswärtsmannschaft. Und zu Hause sind die Stuttgarter hingegen nur 16. Da wurde Matarazzo nach dem Spiel gefragt, woran es denn liegt, dass er dass sie daheim so wenig Punkte machen. Er hat dann vorgeschlagen, sie werden jetzt vor dem Spiel vielleicht im Hotel übernachten, damit so ein Auswärtsfeeling erzeugt. Und naja, mal schauen, ob es was bringt. Ansonsten ist Stuttgart auch gegen Gladbach hier definitiv nicht chancenlos, auch wenn die Quoten vielleicht gar nicht mal so schlecht sind. Ja, ich glaube,
ich nehme jetzt einfach mal diese Heimschwäche als Anlass, dass ich Gladbach favorisiere. Stuttgart spielt eine tolle, tolle Hinrunde. Gladbach muss man jetzt schauen. Also sie haben jetzt nach einem 2-0 Rückstand sich gegen den großen FC Bayern zurückgekämpft. Das hat aber allerdings Kiel in ähnlicher Form geschafft. Also ist die Frage, was man davon halten soll, ob es den Bayern-Fluch trotzdem gibt. Denn der ist ja, wenn du gegen Bayern gewinnst, dann wirst du danach erstmal verkacken. Eben. Ist eine ganz, ganz fiese Nummer. Tatsächlich glaube ich aber, dass Gladbach jetzt sich dann doch wieder da oben einreihen wird in der Riege der Top 4-5. Und dazu müssten sie halt mal gewinnen. Ich glaube aber, dass du das mit dem enttäuschten Kopfschütteln auch auf dem Unentschiedenzettel hast. Zu Recht natürlich. Ich sage aber, Stuttgart wird dieses Spiel auf keinen Fall gewinnen. Ja, eben unentschieden heißt ja auch, dass es keinen Gewinner gibt. Aber das ist schon ein berechtigter Punkt. Der Sieg gegen Bayern, ja gut, können sie sich freuen, war geil. Und vielleicht auch nur ein Strohfeuer. Das müssen sie jetzt hier halt beweisen, denn wenn sie da oben sich festbeißen wollen, dann müssen sie einen Aufsteiger wie Stuttgart schlagen, was viele andere Mannschaften aber nicht geschafft haben. Warum soll es dann Gladbach schaffen? Das ist halt so die Überlegung. Deswegen würde mir die Viererquote für ein Unentschieden hier gut gefallen, ist aber definitiv kein Must-Pick oder keine Must-Wette. Ich sehe es schon kommen, es wird definitiv doch auf eine 2 aus 4 Unentschieden-Kombi rauslaufen, ne? Geht ja nicht anders. Na klar. Was auch nicht geht, ist die Niederlage von Bayern München. Für mich ist trotzdem die Frage, ich habe mit ein, zwei Kollegen über Fußball heute geredet, die Bayern vielleicht, auch wenn sie es nicht sagen werden, und Thomas Müller hat sich schon sehr geärgert nach dem Spiel, auch zu Recht, der ein oder andere Fan und andere Spieler auch. Aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, dass sie jetzt im DFB-Pokal mal eins auf die Mütze bekommen haben. Dadurch wird die Belastung ein bisschen weniger und man kommt vielleicht auch wieder auf den Gedanken, jede Woche Top-Leistung abrufen zu müssen, denn es läuft ja wirklich wie geschmiert seit Monaten. Das ist die erste K.O.-Spiel-Niederlage von Hansi Flick, das muss man sich mal vorstellen. Und dann ausgerechnet gegen Kiel, das gönnt man den Jungs doch richtig. Ja. Aber wir hatten es schon mal. Freiburg, als sie gegen Dortmund gespielt hatten, das ist jetzt ein kleiner Sprung, da hat sich der Streich geärgert, dass Dortmund ausgerechnet kurz davor verloren hat. Ich weiß gar nicht, ob es gegen Lazio oder Köln war, aber irgendeine bittere Niederlage. Und das Gleiche wird dem Streich jetzt auch hier blühen. Bayern wird, glaube ich, wenn alle die Einstellung von Thomas Müller haben, dieses Freiburg richtig vermöbeln. 4-0, 5-0, Freiburg 5 Siege in Folge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wahnsinn. Aber gegen den FC Bayern kriegen sie jetzt wegen dem DFB-Pokal aus sowas auf die Fresse. Das hast du nicht gesehen. Boah, da nimmst du jetzt aber die Schnauze ganz schön voll. Ich würde nämlich so weit gehen, dass Freiburg derzeit die beste Mannschaft ist in der Bundesliga. Diese 5 Siege hast du angesprochen. Die haben 5-0 gegen Köln gewonnen. Okay, kein Maßstab. Andererseits haben sie auch 4 gegen Hoffenheim, glaube ich, geschossen. Okay, das schafft Schalke auf. Auch, aber dann noch 3 gegen irgendwen anders. Also Freiburg ist wirklich die Mannschaft der Stunde und die sind auch von Spiel zu Spiel noch torgieriger geworden. Also sehr, sehr cool, was die machen. Wie immer, Hut ab vor Christian Streich, dem besten Trainer der Welt. Und deswegen glaube ich nicht dran, dass die sich jetzt von Bayern hier so abschießen lassen. Aber natürlich habe ich die Aussage von Streich auch noch im Kopf, wie er sagt, oh, das ist jetzt ganz schlecht, dass die so gewonnen haben, das werden sie uns spüren lassen und so. Und von daher ist die Argumentation schon gut, könnte man natürlich sich vorstellen. Aber was mir definitiv gefällt, ist eine Wette auf über 3,5 Tore. 1,8 ist jetzt nicht so eine gute Wette, also nicht so eine gute Quote. Aber ja, du hast gesagt, da gibt es Tore und Freiburg kann da auch Tore schießen. Bayern kann welche kassieren gegen Gladbach, gegen Holstein Kiel, sogar 2 gegen Mainz. Warum dann nicht gegen Freiburg? Also über 3,5 Tore in diesem Spiel wahrscheinlich eine Wette, auf die wir uns besser einigen können. Oh, safe, weil das wird meine 4-0 Sieg covern. Das covert aber auch die potenzielle weiter anhaltende Schwäche. Also die Wette gefällt mir richtig gut. Chapeau, Radek. Ja, merci. Dann kommen wir zum Abschluss dieses 16. Spieltags. Frankfurt, auch eine der besseren Mannschaften, wenn man jetzt dieses unnötige DFB-Pokalspiel ausklammert. In der Bundesliga 2 Niederlagen erst, wirklich sensationell. Schalke hingegen jetzt den ersten Sieg gefeiert. War das jetzt auch ein One-Hit-Wonder?
man weiß es nicht, zumindest Aufwärtstrend ist ja erkennbar, freut mich auch für Schalke. Aber ich glaube, dass einfach Frankfurt ein dickeres Brett zu bohren ist. Deswegen würde ich für einen 2-0-Sieg für Frankfurt tendieren. Glaube allerdings, dass das kein Value hat, weil die Quote auf Frankfurt zu niedrig ist und man nicht weiß, wie sehr dieses DFB-Pokalspiel psychisch und auch körperlich in den Knochen steckt bei Frankfurt. Ja, und Frankfurt ist schon so ein bisschen so eine Zickzack-Mannschaft. Also erstens schade, dass Schalke den Rekord nicht eingestellt hat. Auf der anderen Seite ist das Thema jetzt erstmal gegessen und man muss schauen, was passiert. Relativ spannend, Matthew Hoppe oder Matthew Hope mit Doppel-P hat es ja dafür für den Sieg gesorgt. Sage ich nur deshalb, weil ich da den alten Lothar Matthäus auch bei dem Interview mal hatte, wo er den Baum kritisiert hat, dass er ihn überhaupt spielen gelassen hat und nicht die Erfahrenen. Jetzt hat es der Groß auch gemacht, wurde belohnt. Witzige Sache, wenn du bei Kicker oder Bild oder wo auch immer schaust, zu den Spielreportagen, gibt es so ein Zitat von Ralf Fährmann, da steht dann da ganz groß, ich habe es jedem Spieler gesagt. Und dann fragst du dich, was hatte denn jedem einzelnen Spieler gesagt? Na was? Er hat gesagt, dass es ein richtig wichtiger und guter Schritt für uns war. Und dafür kriegt für mich der Fährmann sowas wie den Oscar für den besten und cleversten Motivator. Das ist wirklich die ganz, ganz große Kunst der Philosophie. Ob es was gebracht hat, dass das jedem einzelnen Spieler gesagt hat, werden wir gegen Frankfurt sehen. Ich würde aber auf gar keinen Fall auf dieses Spiel tippen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wirklich eine geniale Aussage von Fährmann, nach 30 Niederlagen draufzukommen. Das ist ein wichtiges Spiel. Und dann haben sie auch geliefert. Klar, auch gar nicht schlecht gespielt. Auf jeden Fall Harit und Hoppi. Mal schauen, ob sich die zusammenraufen und weiter so aufzocken. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass sie das Zeug haben, hier Frankfurt zu schlagen. Aber vielleicht ist es ja auch nun entschieden. Fass doch mal die bisherigen Wetten zusammen. Wir haben zwei Wetten, die wir definitiv spielen, und zwar Einzelwetten. Das sind Übertore bei Union Berlin gegen Leverkusen, über 2,5, die Quote 1,92. Und die zweite Wette ist Bayern gegen Freiburg, über 3,5 Tore für Quote 1,81. Und gerade, wenn ich uns richtig spüre, uns richtig fühle, dann haben wir noch eine 2-aus-4 Unentschieden-Wette, richtig? Genau, also ich werfe mal Köln gegen Hertha ins Rennen. Dann haben wir Wolfsburg-Leipzig, Bremen-Augsburg und Stuttgart-Gladbach. Aber ich würde es so weit gehen, diese Spiele auch mit einfach einer Dritteleinheit auf X zu gehen. Dann kommt aufs Gleiche raus wie die 2-4-X-Systemwette und man braucht nicht so viel Kapital zum Einsetzen. Je nachdem, welches Kapital du bei der 2-aus-4er-Kombi auf jeden Fall einsetzt. Aber das sind die vier Spiele, die ich auch auf dem Unentschieden-Zettel unterschreiben würde. Und von daher freuen wir uns jetzt auf eure Tipps. Macht ihr genau das Gegenteil, könntet ihr auch erfolgreich sein. Danke. Das Gegenteil von Unentschieden wird schwierig. Naja, Spielabbruch. Ich weiß es nicht, was das Gegenteil ist. Auch das gilt ja, es 1-2, Double Chance 1-2 gibt es ja auch. Naja, egal. Aber ich wollte noch sagen, lockt es bitte mit 0,33 Einheiten ein für alle vier Spiele. Dann bauen wir unsere Statistik fürs nächste Mal wieder ein bisschen auf. Also, danke fürs Zuschauen. Wir haben es jedem einzelnen YouTuber gesagt. Danke fürs Zuschauen.